Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man eine automatische Kuhfarm baut, und zwar diese hier. Die ist ziemlich klein und kompakt, 3x3 Blöcke groß und produziert eben sehr viel Fleisch und auch sehr viel Leder. Und wie gesagt, super einfach und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Das erste, was wir bauen, ist eine Kiste. Und an diese Kiste kommt dann mit Rechtsklick von hinten, also ihr müsst dabei sneaken natürlich, wie immer, ein Trichter. Der zeigt dann hier so mit dem Rohr quasi zur Kiste hin. Und dann umrandet ihr das einmal mit einem Block eurer Wahl. Ich nehme jetzt natürlich wieder Quarz, wie immer. Und das ist eigentlich schon der ganze Mechanismus, wie die Items eingesammelt werden. Ihr seht schon, ziemlich einfach. Ihr macht dann hier rechts nochmal zwei Blöcke drauf und macht dann von hier einen Dispenser dahin, der dann hier mit dem Loch quasi zum Trichter zeigt. Da tut ihr einen Wassereimer rein. So. Und dann macht ihr auf diesem Block hier einen Knopf. Dann umrandet ihr das Ganze nochmal mit Glas oder mit was auch immer ihr eben benutzen wollt. Aber ich finde Glas am coolsten, dann kann man noch durchgucken. Und das ist eigentlich schon die ganze Farm. So, ihr drückt jetzt auf den Knopf, dann kommt das Wasser raus. Und wenn ihr nochmal auf den Knopf drückt, dann wird das Wasser wieder eingesaugt. Und oben könnt ihr jetzt zum Beispiel nochmal ein paar Halbsteine hin tun, so wie ich das jetzt mache. Und dann müsst ihr dann nur noch Kühe reinkriegen. Im Singleplayer müsstet ihr die jetzt reinschubsen und mit Weizen halt anloggen und dann wie gesagt reinschubsen. Aber ich kann es hier jetzt einfach reinspawnen. Und die Idee ist eben bei dieser Farm, dass nur eine bestimmte Anzahl von Kühen eben gleichzeitig auf einem Block stehen kann. Also ihr seht, jetzt passiert gerade gar nichts, alles ist tutti frutti, weil es eben noch nicht so viele Kühe sind. Aber irgendwann wird quasi das Maximum erreicht und dann sterben die Kühe nämlich. Also ich kann mich mal hier so hinstellen und wir klicken jetzt immer weiter und weiter. Das sind ein bisschen über 20 und jetzt seht ihr, dass eine Kuh Schaden bekommt, wenn da jetzt noch jemand reinspringt. Und jetzt werden nämlich immer, also jetzt jedes Mal, wenn quasi eine neue Kuh kommt, wird eine dafür sterben müssen. Und dann werden die Items hier eben reingedroppt. Und wir stellen jetzt hier oben nochmal eine Glasscheibe hin, so. Und die Idee ist jetzt quasi, dass wir jetzt, wenn wir eben Fleisch brauchen, oh, ich spiele auf Englisch, muss ich ja nach Weed suchen. Wenn wir jetzt eben Fleisch brauchen, dann gehen wir hier oben hin, drücken vorher natürlich den Knopf, so zack. Dann schwimmen die nämlich hoch und gehen dann oben hin mit Weizen und füttern die Kühe. Und das bedeutet, dass sie ja eben Nachwuchs bekommen. Und die Mechanik ist so, dass zuerst große Kühe getötet werden, bevor die Babykühe eben getötet werden. Weil Babykühe droppen ja auch Items. Und das bedeutet, wenn jetzt hier quasi zwei Kühe sich paaren und ein Baby kommt, dann muss dafür eine große Kuh sterben und droppt dann eben die Items. So, und jetzt seht ihr, hier sind schon sehr viele mehr Items drin. Ihr könnt jetzt nochmal den Knopf drücken, dann hört das auf, da so rumzuhüpfen. Und jetzt wartet ihr eben, bis die Kühe wieder groß sind, füttert wieder alle und dann werden halt immer wieder welche sterben und so bekommt ihr dann die Items. Und ja, am besten stellt ihr euch dann hier neben noch eine Kiste mit Weizen, damit ihr das auch immer machen könnt. Place dann hier auf dieser einen Seite noch Leitern, so wie ich das hier gemacht habe. Und dann könnt ihr ganz einfach hier hochklettern, mit dem Knopf natürlich gedrückt. Dann alle füttern, dann springt ihr runter und sammelt euer Fleisch und das Leder ein. Das war eigentlich schon die ganze Farm. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und sie hilft euch. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Kühe in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.